Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Richard! So, wir sind hier aufgewacht in diesem gemütlichen Zimmer. Das ist oft so in so Abenteuern, dass man... Das fasse ich nicht an. Ich will mir doch keine Gelbsucht einfangen. Es scheint ein verlassenes Krankenhaus oder irgendwie so etwas zu sein. Hier ist ein Mädchen. Was ist Gelbsucht? Gelbsucht? Ich kenne den Fachausdruck nicht. Aber es ist nicht gesund. Kein Mensch wird einen blöden Lappen vermissen. Du wirst halt gelb im Gesicht oder so, wenn du das hast. Vielleicht Gelbfieber, ich weiß nicht. Das Wasser tropft sehr langsam, aber darüber mache ich mir jetzt mal keine Sorgen. Ah, vielleicht musst du den nass machen. Das ist ja oft so. Ja, nasse Lappen kann man immer gebrauchen. Na super. Dann kann ich mich ja sogar noch ein wenig ausruhen. Ah. Das braucht ja ewig. Ja gut, dann sehen wir uns hier noch um. Das ist ja ganz praktisch. Oh, Glühbirne. Ich habe selten irgendwo gesehen, wo man so viel... Wenn sie unter Strom steht, kriege ich ganz schön eine gewischt. Aber man macht es trotzdem. So. Prima. Das ist schön. Also. Dann gehen wir doch mal hier nach Hause und gucken, was da so los ist. Dafür bin ich ganz sicher nicht in Stimmung. Schrei nicht so. Das fasse ich nicht mit bloßen Händen an. Ich bin doch nicht verrückt. Psst. Da geht's weiter. Da ist ein Gaszähler. Ist das ein Krankenhaus? Nö, ich glaube. Oder so ein Sanatorium oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht sicher. Sanatorium ist ein Krankenhaus. So, oder ist hier wirklich irgendwo ein Gasleck? Naja, Sana, das ist ja hier von Gesundheit und so. Ich meine, ne? Da sollen die Leute gesund werden, aber in so einer Umgebung ist das immer etwas fraglich. Bewegt sich kein bisschen. Zu hoch. Ding dong. Ach nee, ist bestimmt ein Lichtschalter oder sowas. Ein Schalter aus dem Müll. Was stimmt denn damit nicht? Das Fenster ist viel zu dreckig. Ah, der Hausmeister kommt wohl nicht oft hierher zum Putzen. Verstehe. Das ist immer zu irgendwas gut. Geht denn die Tür auf? Natürlich nicht. Entweder ist sie abgeschlossen oder ich krieg sie einfach nur nicht auf. Gucken wir mal, ob der Lappen schon fertig ist. Fertig, nasser Lappen. Hervorragend. So, vorher hieß es trockener Lappen. Hieß er einfach nur Lappen. Ah, jetzt hat man ein Attribut dazu gewonnen. Nicht wahr? Gut, das sollte genügen. Siehst du. Dann gehen wir mal. Und weiter weg putzen. Also. So. So, jetzt können wir wieder gucken. Oh. Dann ist es also doch Glas. Ach. Stinkt aber schon ein bisschen. Oh mein Gott, da ist jemand drin. Ui. Hallo. Entweder ist sie abgeschlossen oder ich krieg sie einfach nur nicht auf. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Zugsöffnung. Hallo. Vielleicht rechte Maustaste. Keine richtige Klimaanlage, nur ein Loch in der Wand. Und vielleicht rechte Maustaste Tür. Ich sollte lieber einen anderen Weg nehmen. Ach was. Gut, wir gehen mal nach hinten. Leichenhalle. Also da sind die Leute nicht so gesund geworden. Wollte ich gerade sagen, das ist sehr... Da komme ich nicht weiter. Das ist sehr, sehr komisch. Ja.
So abgeschlossen. Wie diese, na, wer hätte das gedacht? Chinesische Restaurants neben Tierarztpraxen. Oder ja, so. Oh mein, das ist ja wirklich schlimm. Okay, gut, dann gehen wir wieder zurück. So, Schatz, wir lassen dich hier in den Salator und dann geht's dir besser. Dann läufst du so an die Morgen ja. vorbei. Hier ist der Leichenhalle. Ich sollte lieber einen anderen Weg nehmen. Moment. Hier geht's nicht weiter, aber vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Ah, hier dieses Rohr, das hab ich vermisst. Wir müssen ja irgendwie auf uns aufmerksam machen und dann. So an das Fenster klopfen. Also. Ja, irgendwie. Okay. Oder ich habe mich schon wieder abgeregt. Okay. Hast du dich aufgeregt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Der riecht auf. Ach so, vielleicht weil der irgendwie Panik schob oder so. Ja, hier. Klopf, klopf. Voll dezent. Okay, aufhören! Schon gut, es reicht! Hätte man einfach rufen können. Edwin? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh. Was in aller Welt machen Sie denn hier? Wer ist Edwin? Das ist der Schotte. Was willst du von mir? Mit dem knappen Badehöschen. Tut mir leid, Edwin. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin's, Adam. Ach ja, und du denkst, dass ich dir das glaube? Verzieh dich und lass mich in Ruhe. Beruhigen Sie sich, Edwin. Ich kapiere ja auch nicht, wie wir beide hierher gekommen sind. Red doch nur, Jungschen. Ich höre sowieso nicht zu. Ich komme später wieder. Versuchen Sie in der Zwischenzeit mal drüber nachzudenken. Über was? Ja. Keine richtige Klimaanlage, nur ein Loch in der Wand. Zu hoch. Hallo. Ich würde ihm nur Angst einjagen. Meistens gibt es ja auch eine leisere Alternative, um ein Problem zu lösen. Manchmal. Ich wüsste welche. Ich kann ihn hier nicht einfach so zurücklassen. Er braucht mich genauso, wie ich ihn brauche. Guck dann nochmal durchs Fenster. Edwin, ich muss mit Ihnen über etwas reden. Nenn mir nur einen einzigen Grund, warum ich dir trauen sollte. Tja. Sagen Sie mir wenigstens, ob Sie in Ordnung sind. Nein, ich bin überhaupt nicht in Ordnung. Hier drin ist das stockfinster. Ich sehe ja noch nicht mal, wo ich überhaupt bin. Da krabbelt eine Spinne auf mir rum. Und auch noch andere verdammte Insekten. Verfluchte Dunkelheit. Regen Sie sich ab. Ich versuche Ihnen zu helfen. Nein, Spinnentiere. Lass mich bloß in Ruhe. Ich hab dich nicht um deine Hilfe gebeten und das werde ich auch nicht. Nein, kommen Sie schon, Edwin. Ich weiß nicht, ein ganz schönes Stück Arbeit. Das wäre ja crazy zu sein. Hast du schon mal Zitzen einer Spinne gesehen? Ich kann nichts machen wegen des Lichts. Der Schalter muss kaputt sein oder sowas. Wirklich das Letzte, mich im Dunkeln sitzen zu lassen, du mieser Hurensohn. Wieso ist das jetzt meine Schuld? Was erwartest du denn jetzt? Dass ich mir vor Angst in die Hosen scheiße? Wir haben eine Glühbirne. Warum sollte ich? Edwin, Sie sollten besser mal die Glühbirne überprüfen. Sehen Sie nach, ob etwas damit nicht stimmt. Und? Nichts. Ist überhaupt keine da. Ach. Ach was? Was? Sie meinen, da ist gar keine? Ja, so mysteriös. Soll ich es hier noch buchstabieren oder was? Mann, der macht mich echt krank. Hast du was gesagt? Och. Ja, ich buchstabiere es auch gern für Sie. Erinnern Sie sich noch an mich? Wir haben uns schon mal getroffen. Auf der Insel. Wissen Sie nicht mehr? Natürlich erinnere ich mich, Adam. Diese furchtbare Insel vergisst man nicht so schnell. Das stimmt allerdings. Wissen Sie was? Ich bin direkt froh, dass Sie hier sind. Ich nicht. Na gut, ich will mich nicht mit Ihnen streiten. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich habe festgestellt, dass ich lieber wieder zurück will. Zurück auf unsere kleine Insel, wo ich wenigstens sicher sein kann, dass ich am Leben bin. Sagen wir mal so. Ich habe schon schlimmere Sachen überlebt und ich werde diesen Ort hier überstehen.
Und dich auch. Ach. Aber wir könnten doch wenigstens als Partner zusammenarbeiten. Vergiss es, du hältst mich nur auf, Adam. Du bist nutzlos. Was? Find dich damit ab und lass mich in Ruhe. Ich hätte da so eine Glühbirne. Denken Sie nach, Edwin. Ja. Wieso sind wir beide hier? Es muss doch einen Grund dafür geben. Ich behaupte nicht, ich wüsste, worum es hier geht. Aber für den Anfang schlage ich vor, wir arbeiten zusammen. Was wollen Sie sonst tun? Egal was. Hauptsache, es hat nichts mit dir zu tun. Ich habe nämlich auch nachgedacht. Ach. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es dich gar nicht wirklich gibt. Du bist nur eine Illusion. Ein Teil eines Albtraums. Und ich bin wirklich neugierig darauf, was du dazu sagst, du Klugscheißer. Oh Mann, so kommen wir auch nicht weiter. Ich verschwende hier bloß meine Zeit mit Ihnen. Aber jetzt habe ich genug davon. Bis dann. Warte, wo gehst du hin? So geht's nicht weiter, Edwin. Ich bin auch nur ein Mensch. Und es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Machen Sie doch, was Sie wollen. Ich gehe jetzt. Warte. Adam, wie soll ich denn wissen, ob das nicht eine Falle ist? Sag schon. Was soll ich dazu sagen? Dieses Problem müssen Sie schon alleine lösen. Ich weiß nur, dass wir schon wieder dasselbe Spielchen spielen. Was schlägst du also vor? Tch. Schon komisch, wie schnell Sie Ihre Meinung plötzlich ändern, Edwin, oder? Na, ich muss wohl nicht extra erklären, dass ich auch zurück will. Also tue ich, was immer dazu nötig ist. Sie fangen also an, unser kleines Spielchen richtig gern zu haben, was? Mann, mach einfach nicht. Aber Sie werden... Aber Sie wollten vorhin doch nicht. Ja, mach die Tür auf. Oh, jetzt wollen Sie doch das... Sich zu prügeln. Genau meine Rede. So, und jetzt? Edwin, ich will doch nur reden. Dummerweise bin ich gezwungen zuzuhören. Mann. Echt? Hätten Sie vielleicht Verwendung für so etwas hier? Du machst wohl Witze. Gib sie sofort her. Ja, mach auf. Und wie soll ich das bitte machen? Weiß ich nicht. Ich bin derjenige, der festsitzt. Also lass du dir was einfallen. Ich? Und beeil dich gefälligst ein bisschen. Ach, Ihnen ist wohl entgangen, dass wir beide hier drin festsitzen. Ja dann, also, Abzugsöffnung. Vielleicht hier durch. Zu hoch. Keine richtige Klimaanlage, nur ein Loch in der Wand. Aha, jetzt kann ich das benutzen. Ah, jetzt hat er einen Grund. Ja, Bock. Fast, nochmal. Das wird nicht so einfach. Mach dann nochmal. Wäre trotzdem sinnlos, also, auch wenn ich bis zum Morgen Edwin weitermachen würde. Können Sie die Abdeckung auf Ihrer Seite abmachen? Abdeckung wovon? Schon, aber ich hasse dunkle Ecken. In Ordnung, Sie Held. Können Sie mir dann mal sagen, wie ich die Glühbirne sonst zu Ihnen rüberkriegen soll? Durch das Schlüsselloch vielleicht? Oder wollen Sie sie vielleicht gar nicht mehr? Doch, doch. Warte mal. Ich versuch's. Bin mir nur nicht sicher, ob es geht. Für die Nü. Schieben Sie irgendwas an die Wand. So hoch ist es doch gar nicht. Wie sieht's aus? Was denkst du denn? Das erste Gitter habe ich zwar ab, aber an das andere komme ich nicht ran. Macht nichts. Darum kümmere ich mich schon. Danke. Hä? Ja, jetzt werfen wir das Ding nämlich nochmal dagegen. Ja, weil der das scheinbar gelockert hat. Bock. Und jetzt schmeißen wir die Glühbirne da. Ein gekonnter Wurf. Wieso bin ich auf einmal so gut? Ja. So. Zu hoch. Das war ein guter Wurf. Okay. Edwin. Schmeiß mir dadurch eine Leiter. Oder ein Seil. Ich habe keine Ahnung, was ich fragen könnte. Was? Schmeiß mal die Glühbirne da durch. Nein, so geht es auch nicht. Wenn ich sie werfe, geht sie kaputt. Ja, dafür muss man doch kein Genie sein. Edwin!
Du musst erst probieren. Ja, du musst erst probieren, die Glühbirne reinzuschmeißen. Ich wusste es ja. Jesus. Was ist das? Gas? Wasser? Feuer? Nein, das nicht. Oder zumindest noch nicht. Überrascht mich ein bisschen. Ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass was schief geht. Krümmel-Tee. Und ist jetzt zwar alles in Ordnung. Ist ja instant Krümmel-Tee. Ehrlich gesagt komme ich mir ja auch ein bisschen paranoid vor. Wie kriegen wir denn jetzt die Glühbirne rüber? Ich kann sie ja schlecht einfach durch die Abzugsöffnung werfen. Ich hab nur die eine. Die will ich nicht kaputt machen. Mhm. Stimmt. Warte mal, ich probiere was aus. Das ist echt sehr lang. Binde die Birne einfach an die Schnur. Ich halte dann das andere Ende der Schnur fest. Super. Gute Idee, Edwin. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, wir haben ja keine Schnur. Aber beeil dich ein bisschen, die Schnur ist zu kurz. Er ist zu kurz. Nein, sie ist zu kurz. So. Mhm. Und nun? Da. Da kommt sie. Bastel, bastel. Okay, Edwin. Jetzt! In Ordnung. Sie! Mann. Nimm mir nicht ewig Zeit. Super. Das müsste Edwin doch beruhigen. Geht's dir gut? Woher haben Sie denn diese Schnur? So scheißegal. Lacht die hier einfach so irgendwo herum? Warum? Ach, egal. Kam mir nur komisch vor. Ich bin mir nicht sicher. Hätte nicht geglaubt, dass man sowas findet. Im Finstern schon gar nicht. Nein, nein. Die hatte ich die ganze Zeit um den Hals. Von Anfang an. Ach. Ich erzähl dir das, obwohl ich das nicht müsste. Ich vertraue dir nämlich, Adam. Mhm. Moment mal. Wie meinen Sie das? Sie hatten sie um den Hals. Es hing ein Schlüssel dran. Von der Tür, oder? Ein Schlüssel? Und das sagen Sie mir erst jetzt? Was willst du überhaupt von mir, Adam? Du weißt sehr wohl, wie die Dinge standen. Ich hatte nicht den geringsten Grund, dir zu trauen. Ich habe selbst versucht, die Tür zu öffnen, aber der Schlüssel hat nicht gepasst. Okay. Schmeiß Und dass es ja noch andere verschlossene Türen geben könnte, daran haben Sie nicht gedacht. Naja, davon hast du nichts gesagt. Dann sag ich's Ihnen eben jetzt. Jeez. Werfen Sie mir den Schlüssel durch die Abzugsöffnung rüber. Zuerst da war ja die Insel spannender. Dass du mich hier nicht allein zurücklässt. Also, will ja noch ich werde alles tun, um sie rauszubekommen. Versprochen. Danke, Edwin. Ach. Wenn du mich hier im Stich lässt, bringe ich dich um, Adam. Das meine ich ernst. Gib mir den Schlüssel, bitte. Ja, bitte. Um unser aller Willen. Danke. Gut. Dann gehen wir jetzt dorthin. Schließen diese doofe Tür auf. Und schauen uns um. Die Leichen um. Er passt. Und Edwin hatte ihn die ganze Zeit bei sich. Ja, weil der kam ja nicht raus, also... Ja. Naja. Ah, Leichen. Tote Leichen. Eine Leichenschauhalle. Was kommt wohl als nächstes? Ein Friedhof und ein verrückter Totengräber? Vielleicht sollte ich zurückgehen und die Tür blockieren, nur um sicher zu gehen. Vielleicht, Und dann ja. hole ich mir noch einen Holzpflock und ein Silberkreuz. Ja. Mann, was bin ich aber auch für ein Held. Das spiele ich ja von den Machern von Black Mirror. Dazu habe ich nicht qualitativ nicht auf den Level, komischerweise. Ja, wobei, was ist das? Ich weiß es gar nicht. Dazu habe ich nicht den Mumm. Ja, ja. Aber, ja? Mhm. Okay. Ich will gar nicht wissen, was Moment. Drin ist. Eine Leiche. Ja. Mhm. Okay. Es wird auch so vermarkt. Von den Machern von. Na. Ganz kalt. Black Mirror Die kommt wohl jetzt. Noch in Betrieb sein. Mhm. Ja, ach so. Mhm. Okay. Schreibtisch. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie jemand hier essen kann. Nom, nom, nom. Das ist voll Standard eigentlich mittlerweile, ne? Dass der. Diese Autopsie-Mensch, dass er Sandwich isst da. Also ja, und hier, das ist original Black Mirror. Guck mal hier, diese. Da gab es auch dann so eine. Fragen Sie mich. Ich mache das Edwin aber damit sicher eine Freude, wenn ich. Ich glaube es nicht! Oh ich war mir nicht sicher. Kann das bloß. Ja, stimmt. Ja.
was hier für die Gehirne. Ich glaube, mir wird schlecht. Stimmt, da muss man die Organe biegen. Blut. Ganz viel Blut. Ist ja ekelhaft. Das fasse ich nicht an. Na dann nicht. Buch. Lies doch mal ein gutes Buch. Lies doch mal ich habe nicht vor, was zu sezieren. Darauf kann ich wirklich verzichten. Das kann ich nicht aufbrechen. Der einzige Weg hier raus ist durch die Tür. Die wahrscheinlich zu ist. Gehen erstmal ins Büro. Wir müssen arbeiten. Ja. Korrekt. Oh, ein Telefon. Tschüss. Funktioniert nicht. Was war denn das wieder? Das war so ein Riverdance da. Ja. Okay. Ich kann ihn alleine nicht hochheben. Ich warte auf Edwin. Ja, wahrscheinlich um die Tür irgendwie zu... Ah, den ganzen Schreibtisch. Ja, natürlich, klar. Sonst. Okay. Der Ventilator reicht nicht. Ich kann jetzt nicht lange mit einer Lampe rumspielen. Ja, okay. Ah, Schlüssel. Aber kommt ja nicht vor, als hätte man all diese Räume und all diese Teile. Sieht mir zwar ziemlich verdächtig aus, aber es wäre auch nicht besonders klug, ihn einfach hier zu lassen. Kann sein, dass all diese Träumsequenzen, ne, diese Programmierung eher für einen Black Mirror-Teil war. Und dann war es quasi über. Vielleicht ist das ein... Und man hat das mit der Insel einfach verbunden und deswegen haben diese gar nichts mit nichts zu tun. Ja, vielleicht. Weil die sind viel besser. Sind nur du hast ganz viele Objekte. Das stimmt. Und machst ganz viele Sachen. Ja, ja. Mhm. Vielleicht sollte der Inselspieler ein ganz anderes Spiel sein. Ja, vielleicht. Ich werde das forschen. Ich versuche es mal woanders. Vielleicht. Aber hier nicht. Nee, so genau. Viele nicht zu viele Erwartungen schüren. Nein. So, also hier ist die Tür, durch die wir eigentlich möchten. Jetzt. Weil sie sind viel besser, die Träume. Ja, irgendwie, ne? Ja, schon. Abgeschlossen. Habe ich mir gedacht. Hm. Haben wir uns gedacht. Aber jetzt haben wir einen Schlüssel wahrscheinlich für die Tür, wo er haust. Gehen wir halt wieder zurück. Tralalala. Haben wir uns aber trotzdem alles mal angesehen. In Ordnung, Edwin. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich würde zurückkommen. Du hattest ja auch keine andere Wahl. Mir machst du nichts vor, Jungchen. Ach. Was ist mit dir los? Ja, was stimmt mit dir nicht? Klar, sicher. Ja, ich kann ja auch nicht allein aufs Klo. Ich habe dich um nichts gebeten. Weißt du überhaupt, wo wir sind? In der Pathologie. Also. Ich habe Kühlfächer und einen Sezierraum gesehen. Es gibt aber auch noch ein paar verschlossene Türen. Willst du mir etwa weismachen, dass du nicht abhauen würdest, wenn sich dir die Chance dazu bietet? Was zum Teufel ist eigentlich los mit Ihnen? Zeig mir einfach, wo die Türen sind, ja? Ja, wir verlieren nur gut. Zeit. Quatsch nicht. Okay. Eigentlich... Okay, ich weiß ja nicht, was mit Ihnen gerade los ist, ne? Aber eigentlich... Der ist nicht so. Nee. Hier ist es. Was schlägst du also vor, sollen wir tun? Wir werden sie aufbrechen müssen. Mal nicht so voreilig. Ich sag dir was. Ich schaue mir das Schloss erstmal genauer an. Während du nach dem Schlüssel suchst, so können wir nichts falsch machen, nicht wahr? In Ordnung. Aber ich bezweifle, dass wir sie ohne Gewalt aufkriegen. Bis später dann. Tja. Dann tschüss. Ich bin mir ziemlich sicher, er schafft das nicht. Er schafft es nicht. Die Tür, das Schloss aufzubrechen. Mhm.
Ich kann ihn alleine nicht hochheben. Ich warte auf Edwin. Edwin. Hallo, Edwin. Lang nicht gesehen. Ich hab eine Idee. Denk nicht so viel und halt lieber die Augen offen, Adam. Mach ich doch. Nein, ehrlich. Hören Sie mal zu. Ich dachte, wenn wir diesen Schreibtisch da als Rambock benutzen, verstehen Sie? Wenn wir versuchen, damit die große Scheibe zu durchbrechen. Ja, und weiter? Ja, dann geht's kaputt und gehen wir durch. Das Fenster geht doch direkt zum Flur raus. So würden wir rauskommen. Ja, würden wir schon. Aber Sie wüssten dann von uns. Und das will ich nicht. Ja. Jedenfalls jetzt noch nicht. Was? Kapier ich nicht. Nee. Wer wüsste dann von uns? Die Aliens. Na, irgendwer. Na, irgendwer. Ist es dir nicht in den Sinn gekommen, dass wir hier nicht alleine sind? Ach, Unsinn. Und dann willst du lieber hier drin bleiben, oder? Ganz im Gegenteil. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Bis jetzt sieht alles noch ganz in Ordnung aus. Alles voll in Ordnung. Es droht uns keine direkte Gefahr, kein Feuer, kein Gas oder sowas. Aber glaub mir, das ist nur so, weil niemand was von uns weiß. Noch nicht. Und was wollen Sie machen, wenn ich den Schlüssel nicht finde? Dann nehmen wir den Schreibtisch. Aha. Oh, toll. Wirklich ein perfekter Plan, Edwin. Mach dir mal keine Gedanken, Partner. Kommt schon alles in Ordnung. Wolltest du sonst noch was? Diverses war da. Da ist ein Telefon. Wollen Sie irgendwo anrufen? Ja, ich hab's gesehen. Ich wette, die Leitung ist ohnehin tot. Kümmere dich nicht drum. Ist ein uralter Trick, weißt du? Den versuchen sie jedes Mal mit mir. Manchmal läutet es sogar, aber ich konnte nie rechtzeitig abheben. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass man das überhaupt schafft. Ach. Warum glauben Sie, machen die das? Worauf sind die aus? Naja, erstmal weiß ich nicht, wer die überhaupt sind. Andererseits bin ich fest davon überzeugt, dass jemand hinter all dem steckt. Ja, bestimmt. Meinst du, der hat so das ergäbe das ja das? Keinen Sinn. Ja, vielleicht. Such lieber weiter nach dem Schlüssel. Sonst stecken wir hier noch bis Weihnachten fest. Das wäre viel cooler, wenn, wenn wir so in den Nichts Träume gefunden. Von den anderen steigen würden. Hier gibt würden es keinen so, Schlüssel. Ne? Tja. Hast du auch wirklich überall gesucht? Natürlich. Auch in der Leichenschauhalle? Warum? Was ist denn an der Leichenschauhalle so Besonderes? Adam, Adam. Wie hast du überhaupt nur so lange durchgehalten? Wie hast du es geschafft, so lange zu überleben, wenn du nicht weißt, wie die Sache hier läuft? Ja, erzähl mir doch mal, wie läuft denn die Sache hier? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich dachte, du wüsstest, wie der Hase hier läuft. Warte, bitte. Wir brauchen jedes Mal die ganze Nacht, um all die Probleme zu lösen, die man uns in den Weg legt. Okay. Und jedes Mal suchen wir nach etwas, fliehen vor etwas oder nehmen, was immer herumliegt. So funktionieren Point-and-Click-Abenteuer. Und wenn wir viel Glück haben, überleben wir. Ja. Hier gibt's nichts umsonst. Also sei nicht so faul und sieh in der Leichenschauhalle auch nach. Da ist was Wahres dran, Edwin. Ich hätt's nicht besser sagen können. Erfahrungssache, mein Freund. Reine Erfahrungssache. Ja, seid ihr fertig? Haben Sie schon eine Idee? Vielleicht, ja. Ich denke, man kann die Türangeln abschrauben. Ja. Mach doch mal. Wie soll das gehen ohne Werkzeug? Hör mal, mein Junge, ich habe schon größere Probleme gemeistert als eine einzige verschlossene Tür. Na gut. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Bist du Schlosser? Nein. Dann tu, was ich dir gesagt habe. Such den Schlüssel. Ja. Gut, fein. Wir gehen ja schon. Das war jetzt sehr zäh. So, eigentlich finde ich, wäre ganz cool, wenn, wenn wir so in den Träumen von den anderen wären, ne? Weil das klang jetzt so. Vielleicht ist das ja sein Traum jetzt. Ja, aber es klang, genau, es klang so, als würde er das immer selber träumen. Aber es fühlt sich doof an, weil wir haben die Träume von alle anderen niemals gesehen. Mhm. Und dann... Tja. Andererseits könnte da alles Mögliche drin sein. Eine Leiche auf jeden Fall. Aber vielleicht auch ein Schlüssel. Guck doch mal nach.
Okay, okay. Da ist nichts, wovon man Schiss haben müsste. Das bringe ich nicht fertig. Ich kann sie nicht einfach untersuchen wie ein totes Stück Fleisch. Dann nicht. Okay, okay. Da ist nichts, wovon man Schiss haben müsste. Ich sehe zwar nichts, aber ich schaue auch besser nicht genauer hin. Schlägt mir nur auf den Magen. Hm. Zum Beispiel, wer sind diese Leute? Ja, das klärt sich noch. Oh. Edwin! Ach. Jetzt ist er dort. Edwin! Einfach hohe Gewalt. Aber... Ja, und dann wieder. Reden Sie mit mir, Edwin! Ich hab dir nichts zu sagen. Nein? Ich aber! Dürfte ich erfahren, wo Sie den Schlüssel gefunden haben? Ich hab hier überall gesucht. Weißt du, mein Problem war nicht, den Schlüssel zu finden, Adam. Sondern? Mein Problem war, dass du diesen Raum verlässt. Falls du es immer noch nicht kapierst. Ich hatte den Schlüssel die ganze Zeit bei mir. Oh mein Gott, bist du witzig. Genauso wie den ersten, den ich dir gegeben habe. Und ich, Depp, bin drauf reingefallen. Aber trotzdem, wie wussten Sie denn, welchen Sie mir geben können? Sie hätten sich ja irren können. Nein, hätte ich nicht. Ach. Auf dem anderen war ein Aufkleber, auf dem Sezierraum stand. Hm. Zuerst einmal musste ich das Terrain erkunden. Ich wusste ja, dass du nicht entkommen kannst. Als alles in Ordnung war und du sogar freundlicherweise die Tür für mich aufgemacht hast, wusste ich, was ich tun musste, um hier rauszukommen. Hm. Nun gib's schon zu, Adam. Du an meiner Stelle hättest genau dasselbe getan. Nein. Ganz bestimmt nicht. Dazu müsste ich genauso eine miese Ratte sein wie Sie. Tja. Erinnern Sie sich noch daran, wie ich Sie aus dem stinkenden Lagerraum befreit habe? Vor 20 Minuten. Mhm. Ja, ich habe die Situation ausgenutzt und dich die Tür öffnen lassen. Das ist alles. Mhm. Wenn ich nicht gewesen wäre, wären Sie allein im Dunkeln sitzen geblieben. Denken Sie besser mal daran. Dafür schulden Sie mir was. Ich habe dich um nichts gebeten. Also weigern Sie sich, mir zu helfen? Ja. Ja. Genau. Aha. Sieht's aus. Ja. Bastard. Ho. Schulden Sie mir nicht eine Erklärung? Ich hab dir nichts zu sagen. Ach so. Ich denke, ich habe das Recht zu wissen, warum Sie mich verraten haben. Und auf dieses ganze Sicherheitsgelabere falle ich nicht mehr rein. Deine Entscheidung. Ich tue nur, was mir zum Überleben notwendig scheint. Mhm. Glauben Sie denn ich nicht? Kapieren Sie denn nicht, dass es bis jetzt für uns beide gar keinen echten Feind gab? Nichts, das uns direkt bedroht hätte. Der Feind liegt diese in Umgebung dir hier mag zwar deprimierend sein. Aber gefährlich ist sie nicht. Wir sind nur füreinander gefährlich. Verstehen Sie das denn nicht? Jetzt fangen Sie mit mir auch noch Streit an. Was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Zurückschreien? Machst du doch. Soll ich die Scheibe einschlagen und Sie mit einer Scherbe erdolchen? Oder was hätten Sie gern? Erklären Sie es mir, denn ich verstehe es nicht. Naja, da mag was Wahres dran sein, aber wie auch immer, das Glas ist ja sowieso bruchsicher. Mhm. Kapieren Sie denn nicht, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen? In der Tat. Wollen Sie denn, dass das so bleibt? Das wäre vielleicht am besten so. Ah. Bitte, wie Sie wollen, Edwin. Ich werde nicht noch einmal versuchen, Sie zu überzeugen. Warum sind Sie denn auch hier? Warum rennen Sie nicht weg? Das geht dich nichts an. Sieht so aus, als wären Sie in einer Sackgasse. Und als könnten Sie weder rein noch raus. Ich kann jederzeit gehen, wenn ich will. Ja, mach doch. Warum tun Sie es dann nicht?
Worauf warten Sie denn? Ich habe einfach keine Lust. Kapiert? Ich würde mal sagen, Sie haben einfach Angst. Angst davor, was vor Ihnen liegen könnte. Oh. Es könnte wieder eine Falle sein. Und Sie wollen doch keine unnötigen Fehler machen. Aber hier droht keine Gefahr und... Und? Das Telefon läutet. Oh. Was? Telefon. Sie hören es doch auch, oder nicht? Natürlich. Hebst du ab? Ich weiß nicht. Soll ich? Deine Entscheidung. Du erwartest doch wohl kaum, dass ich das tue. Warten Sie, ich bin gleich wieder da. Hallo, Leichenhalle? Ding dong. Ding dong. Hallo? Hallo? Mit wem spreche ich denn bitte? Hallo, hier ist Adam Reichel. Und dürfte ich erfahren, wer Sie sind? Das tut nichts zur Sache, Adam. Glauben Sie mir. Mysterium. Ist dieser nette Edwin immer noch da? Mhm. Aber sicher ist er noch hier. Es ist nur, wir versuchen hier gerade ein Problem zu lösen. Könnten Sie ihn bitte ans Telefon holen? Es ist wirklich sehr dringend. Naja, wenn ich wüsste, wer da spricht, könnte ich ihn vielleicht leichter überzeugen. Nehme ich jedenfalls an. Bitte tun Sie mir den Gefallen, Adam, und holen Sie ihn. Mir macht es nichts aus, ein wenig zu warten. Gut, ich versuch's. Aber ich kann Ihnen nichts versprechen. Ich wusste ja, ich kann mich auf Sie verlassen, Adam. Mhm. Fein. Edwin, für dich! Und wenn wir durchs Fenster sprechen. Natürlich. Ah, nee. Oder? Das werden Sie nicht glauben, Edwin! Ich warne dich. Versuch nicht noch einmal, mich reinzulegen. Nun kommen Sie schon. Haben Sie eine Ahnung, wer das sein könnte? Es ist eine Frau. Ja, ja, klar. Als ob mich eine Frau jemals... Warten Sie mal. Sie will Sie am Telefon sprechen. Was? Hör auf, mich zu verarschen, Adam. Aber ich verarsche Sie bestimmt nicht. Ich weiß auch nicht, was hier vor sich geht. Das ist wirklich zäh. Also, wenn Sie wollen, gehe ich zurück und hänge ein. Dann können wir beide uns noch ein wenig unterhalten. Und vielleicht ruft sie später nochmal an. Da ist mit Sicherheit niemand am Telefon. Du versuchst nur, mich da reinzulocken. Ich hätte mehr von dir erwartet. Was? Na, tut was mir denn? Sehr leid, dass ich sie so herb Ich habe vor kurzem gelernt, wie so manchmal Spiele... Aber selbst mir würde so ein Quatsch Pausen haben zwischen Gespräche. Warum und zwar, ihren Satz ist eine Datei. Ja. Und dann wird wie die gesagt, Datei abgespielt. Da ist eine Frau und am der Telefon, nächste Datei die sie sprechen möchte. Keine Ahnung, wer sie ist. Deswegen gibt es diese Pausen. Mhm. Soll ich aufhängen? Nein, warte mal. Findest du das nicht auch merkwürdig? Natürlich. Ich würde auch gern wissen, was hier läuft. Gehen Sie jetzt dran? Ja, aber mal nicht so schnell. Hast du immer noch die Metallstange bei dir? Ja. Die, mit der du vorhin gegen die Tür gehauen hast? Ja. Na gut. Dann leg sie zuerst auf den Tisch und geh dann zurück an die Wand, damit ich sicher sein kann. Wie Sie wollen. Ich bin nicht Ihr Feind, Edwin. Jesus, Mann. So, also, Stange auf den Tisch. Damit er die Stange ja, und das Telefon haben kann. Ja, klar. Damit er uns niederknüppeln kann, natürlich. Und jetzt nach links. Bis zur Wand. Und mach ja keinen Blödsinn. Ja. Dreh dich ja nicht um. Dreh dich nicht um. Ich kann alles sehen. Mhm. Hallo? Ja. Ich würde gern wissen, mit wem ich spreche. Nein, nein, das ist... Was meinen Sie damit? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Das glaube ich einfach nicht. Hallo? Hallo? Bleib, wo du bist. Und rühr dich nicht von der Stelle. Hast du gehört? Machen wir noch nichts. Geht hier vor? Tja, das ist eine gute Frage. Oh nein. Was denn?
die Frau hat ihnen gesagt, geh die Leichen gucken. Ja, geh die Leichen gucken. Oh oh. Abgeschlossen, hab ich mir gedacht. Mhm. Ah. Telefon. Ja, das war ein Nachteil, dem die Stange gegeben zu haben. Ja. Das alles nur zu bedeuten. Entschuldigung, aber das muss ich meine Sachen. Edwin, ich bringe dich um. Das hat der andere Mann mit seiner Stange verursacht. Ja, hat er. Es wirkt noch lange nach. So, also, war jetzt hier jemand am Telefon oder wie war das? Nö. Seltsam. Das ist tot. So, und das hier ist neu. Das Skalpell. Das konnten wir vorher, das war vorher gar nicht da. Das können wir jetzt nehmen. Naja, Skalpell kannst du. Ne? Jemand sehr verletzen. Ja. So, und dann haben wir hier die Lampe. Die ist nachher noch wichtig. Ich kann jetzt nicht lange mit einer Lampe rumspielen. Nee, aber mach doch mal das Kabel ab. Vielleicht kannst du das schon. Ja. Sie ist ausgeschaltet, also kann jetzt nichts mehr passieren. Das Kabel brauchen wir nämlich jetzt auch noch gleich. Es sieht von hier aus, wie die an die Wand angeschaltet ist. Ja, genau. Also, angeschlossen. Das ist jetzt ein Stromkabel. So, und hier haben wir jetzt noch das Buch, das jetzt plötzlich aufgeschlagen ist. Oh, boah. Aliens. Ja. Ich glaube nicht, dass Edwin irgendwas davon gelesen hat. Rechtsklick. War das vorher nicht zugeschlagen? Ja, das habe ich nämlich auch gesagt. So, und dann gehen wir jetzt mal rüber. Joggenderweise. Die Leichen sind weg. Blut. Edwin muss völlig den Verstand verloren haben. Warum hat er das getan? Wo soll ich das hinschieben? Ah, ja, das brauchen wir noch. Aber wir gehen erstmal gucken, was Edwin so treibt. Oh. Ja. Er ist immer noch dort. Er ist immer noch dort. Hat die Leichen mitgenommen. Ah. Juhu, Edwin, geht's dir gut? Entweder ist sie abgeschlossen oder ich krieg sie einfach nur nicht auf. Ich verstehe das nicht. Warum hat er sie hierher gebracht? Ob er nicht wollte, dass ich sie sehe? Bedeutet aber ja noch nicht, dass er die beiden auch gekannt hat. Muss ein schwerer Schlag für ihn gewesen sein. Der letzte Tropfen. Hm. Oh, es klingelt jetzt das Telefon. Seltsam. Ich höre schon wieder ein Telefon klingeln. Könnte daran liegen, dass es auch klingelt. In. Unnötige Laufwege. Ja, ja, genau. Das sie läutet immer noch. Ja. Ja. Ist es also doch real? Ist real. Geh hin. Ach so. Ach so, dann. Jetzt macht er seinen Tanz wahrscheinlich davor. Ja. Ah, nee. Hallo? Weggehen macht er den.
Ist da jemand? Oh, Andrew. Kannst du deinen Arsch verwetten? Edwin, was soll das? Sind Sie verrückt geworden oder was? Halt die Klappe! Und jetzt hör mir mal genau zu, du Bastard! Du elender Hundesohn! Warum? Was haben sie dir getan? Was hab ich dir getan, du elendes Schwein? Ich habe keine Ahnung, wovon sie überhaupt reden. Halt endlich dein Maul! Wow. Du wirst es nicht erwähnen, dass du dich mit mir angelegt hast. Das schwöre ich dir. Bei meiner toten Frau und meiner toten kleinen Tochter schwöre ich. Ich schwöre, ich werde dich kriegen, du Bastard! Hörst du mich? Ich kriege dich! Ich schneide dir beide Arme und Beine ab und dann sehe ich genüsslich zu, wie du dich am Boden wendest. Genauso wie du es mit meiner Familie gemacht hast. Was? Was zum Teufel reden Sie da? Seine Familie. Ja, ja. Du hast sie umgebracht, Adam! Direkt vor meinen Augen! Was? Ich bring dich um, Adam! Ich bring dich um! Das schwöre ich dir, du gottverdammter Bastard! Ich werde dich kriegen, egal wohin du auch fliehst! Dein Tod ist dir sicher! Du wirst dafür bezahlen! Du Mörder! Edwin, Sie dummes Arschloch! Wovon reden Sie denn überhaupt verdammt nochmal? Edwin! Edwin! Klick. Und? Ja! Das kann nicht wahr sein. Diese beiden Frauen, Edwins Frau und seine Tochter. Warum um Himmels Willen glaubt er, ich hätte sie getötet? Das ist ja totaler Wahnsinn. Außer wenn die Frau am Telefon... Aber wie soll mir das jetzt helfen? Ich muss mir was einfallen lassen, bevor er zurückkommt. Ich denke, das wird noch ein Weilchen dauern. Warum ist alles so plötzlich außer Kontrolle geraten? Wieso ist dieses Spiel so außer Kontrolle geraten? Okay, also wir müssen ihm jetzt eine Falle stellen. Dafür brauchen wir das Stromkabel. Und eine Leiche. So, vielleicht gucken wir noch mal ins Büchlein rein. Was ist das? Warum ist das Buch auf einmal da? Es lag schon eine ganze Weile da. Pass doch mal auf. Nur nicht aufgeschlagen. Irgendwas über Muskelkrämpfe. Das rettet die Situation zwar auch nicht, aber vielleicht stoße ich auf was Interessantes. Muskelkrämpfe können auch nach dem Tod durch elektrische Spannung ausgelöst werden, die man an ein Bündel Nervenenden anlegt, wie zum Beispiel in der Achselhöhle. Kratz, kratz. Wie wäre es, wenn ich Edwin eine Überraschung bereiten würde? Ja, das ist der Plan. Eine zuckende Leiche. Was wird er dann wohl machen? Entzücken. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ja, dann mach doch mal. Mann nehmen. Hast du das Kabel genommen? Das Kabel liegt hier unten. Ah, liegt noch da. Okay. Ja. So. Schritt 1. Man öffne Kühlfach 3. Kühlfach 3. Ah, daran will ich mich nicht gewöhnen müssen. So, man nehme die Leiche und packe sie auf dieses Krankenbett. Eine Leiche anzuschauen ist eine Sache, aber sie irgendwo hinzuschleifen eine andere. Mach doch mal. Na, bringen wir es eben hinter uns. So, man schiebe das Krankenbett... Ist wohl besser, ich schiebe es in den Sezierraum. Genau. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Eine andere Chance kriege ich vielleicht nicht. So. Man schnitze in die Leiche ein Loch in die Achselhöhle. Aber erst, wenn er dort angekommen ist. So. Das sieht echt so aus wie eine Puppe. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ich mal an der Leiche rumschnippeln würde. Ich habe einen Schnitt bis zum Knochen gemacht. Das sollte genügen. Ah ja, okay. Man nehme das Kabel. Das sollte funktionieren. Aber ich habe keine Ahnung, wie Edwin dann wohl reagiert. Okay. Und dann...
Elektroleiche. Ja. Ach so, vielleicht. Oh, das gibt's doch nicht. Was? Kann ich mich denn hier nirgends verstecken? Ach so. Weiß ich nicht. Warte mal, habe ich noch irgendwas vergessen? Mir war nämlich so, dass das nicht immer so auf Anhieb. Er ist da. Ah. Man muss hier nicht nochmal auf die Leiche klicken, so war das. Und zu klicken. Er ist da. Er ist da. Klick. Der kommt da. Der ist ja außen draußen. Ja, das war mir auch nicht so klar. Eigentlich war er in den geschlossenen Raum, ja, oder nicht? Ja, dachte ich auch. Mit einer Axt. Erinnert mich so an Shining, Filmtipp des Tages. Raus! Raus! Und? Aber er hat jetzt nicht abgeschlossen. Das war knapp. Dieser verdammte Irre. Also, wo hat sich jetzt Adam versteckt? Das ist jetzt tatsächlich eine interessante Frage. Ach, dahinter, okay. In der Leiche drin. Ja, genau. Stand mit unter Stroh. Jetzt ruft mir die Frau an. Wer ist hier fertig? Holen Sie uns ab. Nee, da geht's raus. Das ist eigentlich die Tür nach draußen. So, die Axt hat er schon genommen. Autowrack, ne? Sieht auch voll. Genau. Von ich komme zu spät. Schon eingeschlagen. Ja. Rollstuhlo Carrera Cabrio. Cabrio auf jeden Fall. Ja. Ich glaube nicht, dass das mein Gewicht trägt. Naja, wollen wir ja auch. Hä? Gar nicht. Wie viel? Okay, der wiegt schon ein bisschen. Ja, Treppe ist nicht so gut. Wir gehen mal hier rein. No entrance. Was ist denn damit los? Hä? Okay. Kräftiges Ausatmen, weil Adam etwas Schweres schiebt, und zwar diese Tür. So. Fotos an der Wand, ach wie schön. So Familienfotos und sowas. Sowas Schönes für die Aber das interessiert mich im Moment herzlich wenig. Schieb doch mal das Schränkchen davor. Ach nein. Abgeschlossen. Vielleicht ist es ja auch besser so. So, mach doch mal die Tür zu. Kräftiges Ausatmen, weil Adam etwas Schweres schiebt. Versuchen wir es mal. Ja, versuch das mal. Also, aber erstmal die Tür schließen. Ja, damit der Axtmörder nicht reinkommt. Ah, da. Hui! Oh. Der Boden muss aber sehr rutschig sein. Das scheint ja aber nicht so schwer gewesen zu sein. Stell nicht so an, Adam. Manche Sachen bleiben am besten unentdeckt. Ach so. Okay. Sitz hier Besteck. Das ist bestimmt auch ganz praktisch. Abgeschlossen. Vielleicht ist es ja auch besser so. Gesundheit. Da wäre ja eine Briefmarkensammlung noch interessanter als das hier. Hey, guck dir doch mal die Fotos an der Wand an. Nichts besonders Interessantes, nur Schnappschüsse eines uralten Krankenhauses. Guck doch mal mehr. Guck doch mal genauer. Aber das interessiert mich im Moment herzlich wenig. Aber das interessiert mich im Moment doch, herzlich das muss wenig. Dich interessieren. Weil ich das so sage. Jetzt bräuchte ich
gefüttert hast. Nicht sowas? Nein. Ich bleibe hier. Wenn ich Glück habe, läuft dieser Verrückte vorbei. Mhm. Mach doch mal was mit den Fotos. Aber das interessiert mich im Moment. Nichts besonders Interessantes, nur Schnappschüsse eines uralten Krankenhauses. Sind alle Fotos dasselbe? So egal. Aber das interessiert mich im Moment herzlich wenig. Aber das interessiert mich im Moment herzlich. Aber das interessiert mich im Moment herzlich. Aber das interessiert mich im Moment herzlich. Nichts besonders Interessantes, nur Schnappschüsse eines uralten Krankenhauses. Vielleicht müssen wir auf Edwin warten, damit der mit der Axt kommt und uns ein bisschen Druck macht. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, da kannst du nur Tür und Schrank klicken. Ah, was ist das? Da steht kein Name oben. Nee, da steht gar nichts. Ach. Aha. Streichhölzer. Aha. Das war jetzt noch wichtig. Siehste? Oh. Weil jetzt kommt der nämlich. Und wir gucken uns. Ich weiß nicht. Irgendwas daran ist merkwürdig. Ja, es ist kaputt. Es ist von der Wand gefallen. Das ist daran merkwürdig. Ah. Ja. Das meint er. Ja. Wie wäre es, wenn du dich ein kleines bisschen beeilen könntest, weil. Edwin ist da. Das hätte ich früher sehen müssen. Ah, ja, finde ich auch. Aber vorhin hat es ihn nicht interessiert. Das muss derselbe Raum sein, nur so um die 20 Jahre früher. Mhm. Und da ist nämlich eine Tür. Achso. Aha. Hinter dem Schrank. So. Achso, deswegen. Ja, deswegen war ich so fixiert auf diesen Schrank. Geschlossen. Da wäre ja eine Briefmarkensammlung noch interessanter als das hier. Du sollst so das Foto darauf anwenden. Oh Gott. Ah. Ist das hier? Dem Foto nach zu urteilen, müsste hier der Eingang sein. Vielleicht ist er zugemauert worden. Ma, philosophier nicht. Was habe ich schon zu verlieren? Dein Leben. Geh doch mal ab. Ich wusste es. Das ist physikalisch eigentlich gar nicht möglich, was er da gemacht hat, aber ist egal. Boah, der ist richtig stark. Achso, mit dem Sezierbesteck machen wir die Bretter weg. Achso. Mit dem Besteck machen wir weg. Das war gar nicht schlecht. Das reimt sich sogar. Gehe durch die Tür. So. Ui. Mache mit dem mit den Streichhölzern die Lampe an. Muss ich mal die Abdeckung abmachen? Ach, mach es doch. Um Himmels Willen. Sind noch ein paar Tropfen übrig. Ach ja, aber da ist kein Docht. Aber da machen wir mit dem Dings, machen wir ein Stückchen Salz ab. Ich nehm's mal mit, aber sehr zuverlässig ist es nicht mehr. Boah, das ist ein... Ja, ist ein langer Docht, aber das macht nichts. Da schneiden wir einfach ein Stückchen ab und packen das in die Lampe. Mhm. Wollen wir mal hoffen, dass er da reinpasst? Ja. Gut. Nicht gerade berauschend, aber sie sollte funktionieren. Dass er da so gelassen ist. Tralalala. Genau, als wäre sie können. Der andere mit der Axt nicht da. Ja. Jetzt kann ich mich wenigstens endlich mal umsehen. So, endlich mal. So, und dieses Seil... Moment. Das müssen wir noch um ein Beinchen binden. Okay. Ja. Dann müssen wir den Schrank wieder davor ziehen. Na, besser wird's nicht. Tralala. Oh. Wir laufen fröhlich vor unserem Mörder weg. Es geht uns gut. Ja, wir sind ganz entspannt und fröhlich. Zack. Jetzt kommen wir zum Schlimmsten.
dem Warten. Aber jetzt macht er nämlich noch ein kleines Löchlein in die Rückwand, damit er gucken kann. Ah, weil sonst warten wir. Ja. Ich probiere mal was aus. Es ist so crazy, weil dann sagt er das, dann würde jeder durchschnittliche Spieler warten. Ja. Nicht ein Loch machen, sondern warten. Adam, wo bist du? Das habe ich ja auch zuerst gemacht. Ich habe gewartet. Tja. Bis zum St. Nimmerleins Tag. Wie schon mal jemand gesagt hat, die Würfel sind gefallen. Warum musste es so weit kommen, als hätte ich nicht schon genug Schwierigkeiten? Tja. Es war von Anfang an eine Falle. Ich weiß nur nicht, ob sie für Edwin oder für mich gedacht war. Die Tür sieht aus. Armer Kerl. Er hat komplett den Verstand verloren. Ne? Ja. Was macht er denn jetzt? Mit der heißen Hält er nach mir Ausschau? Scheinbar. Vielleicht. Guck mal, die Köpfe Aber in jetzt den bin Gläsern. Ich dran. Ja. Simon! Oh. Was macht der denn hier? Huch. Wer ist Simon? Ja, der Anwalt. Der von der Klippe geschubst wurde. Hui. Ja, weil er das war wahrscheinlich. Zum allerersten Mal in dieser Geschichte bin ich im Vorteil. Edwin, hier drüben! Lass ich mir nicht so einfach nehmen. Aber wie soll ich das durchziehen, ohne meine Stellung hier aufzugeben? Tja. Warte mal. Haben wir nicht noch irgendwie was? Wenn sonst nichts hilft, krieche ich unter diese Plane und bete zu Gott, dass er mich nicht findet. Okay. Aber nein. Es ist kein Interaktionspunkt mehr, also diese Option besteht nicht mehr. Da ist noch was. Mundschutz. Bäh. Ja, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Nicht nur in diesem Krankenhaus, sondern das Ding war schon vor 20 Jahren geschlossen. Ja. Noch. Neben der Leiche. Top. Wieso haben wir jetzt den Mundschutz? Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Hier, fang! Was? Was? Hä? Zum allerersten Mal in dieser Geschichte bin ich im Vorteil. Und den lasse ich mir nicht zu einfach nehmen. Was war das denn? Aber wie soll ich das durchziehen, ohne meine Stellung hier aufzugeben? Ja, okay, das ist vielleicht ein Bug im Spiel. Ich verstehe nur nicht, warum der Mundschutz jetzt wichtig war. Das raff ich nicht. Vielleicht kann das irgendjemand oder können wir das noch recherchieren, wieso jetzt der Mundschutz so eine Schlüsselrolle gespielt und hat. Und wer hat er sich selbst getötet? Muss der ja, ne? Scheinbar. Weil wir waren ganz weit weg und mit dem Schrank im Weg und unbewaffnet erst auch noch. Mit dem vielleicht Mundschutz. War das ein Mundschutz mit Chloroform. Aber der blutet man ja nicht. Also. Nee, der hat dann auf jeden Fall den Hals aufgeschlitzt. Ah. Dachte ich mit der Axt. Fragen über Fragen. Aber wir haben überlebt und wir sind aufgewacht. Wieder auf der Insel. Und Edwin ist wahrscheinlich weg. Gehe ich mal von aus. So, aber bevor wir hier weitermachen, speichern wir, dann sehen wir uns, wenn ihr noch könnt, in der nächsten Folge.